Ja, besser für dich. Ja. So, liebe Gäste, willkommen zu unserer Vorführung Fettexplosion. Wir werden jetzt versuchen, und das ist für uns Feuerwehrleute immer besonders schwierig, einen Topf mit Öl anzuzünden. Wir bekommen Feuer schneller aus als an, aber wir geben unser Bestes, dass wir jetzt diesen Topf so weit bekommen, dass sich das Öl in diesem Topf entzündet. Bei diesem Versuch noch ein kleiner Hinweis, diesen bitte nicht zu Hause nachmachen. In der Zwischenzeit nochmal die Frage an alle, die hier stehen. Wen rufen wir, wenn es brennt? Die Feuerwehr. Und welche Telefonnummer hat die Feuerwehr? 112. Wie bitte? 112. Wie bitte? 112. Na, klappt doch. Kennt jeder die 112? Super. So, wir haben es jetzt geschafft, dass das Öl im Topf brennt. Sollte es zu Hause mal passieren, ist die einfachste Methode, diesen Brand zu löschen, indem man den Deckel vom Topf nimmt und diesen einfach oben drauf setzt. Dadurch erstickt die Flamme und man lässt diesen Deckel auch bitte weiter auf den Topf, stellt den Topf vom Herd am besten nach draußen und lässt ihn abkühlen. Macht man nämlich den Deckel schnell wieder ab, ist die Temperatur immer noch zu warm und Sie haben gesehen, der Topf entzündet sich sofort wieder. Ja, die will uns zeigen, wie man sowas löscht. Oder wie man es nicht löscht. Oder so. Was denn? Da geht doch nicht. Geht doch nicht, Kali. Bleib doch mal da vorne, da kannst du noch alles sehen. Jetzt kommt das Wasser in Schröder. Als nächstes möchten wir Ihnen zeigen, was Sie zu Hause auf keinen Fall machen sollten: einen Fettbrand mit Wasser löschen. In dieser kleinen Konservendose haben wir gleich, ich sag mal, 200 Milliliter Wasser. Was passiert? 1 Liter Wasser bilden insgesamt 1600 Liter Wasserdampf. Kippen wir jetzt Wasser in diesen Topf, dehnt sich das Wasser relativ schnell aus. Bei diesem Ausdehnen möchte das Wasser diese Fetttröpfchen unbedingt mitnehmen und da die Fetttröpfchen
brennen, werden mit rausgezogen und verteilen sich in der kompletten Küche. Aus diesem Grunde bitten wir Sie, nie Fettbrände mit Wasser zu löschen. Vielen Dank. Die nächste Vor